Aber ich verstehe ihn, lauter Familienmitglieder und so. Das ist doch super, ein bisschen mehr familiäre Atmosphäre in der Politik, vom Schwiegerschwager bis zur Schwiegertante. Ich meine, wir können froh sein, dass er nicht noch seinen Hund zum Staatssekretär befördert hat. Obwohl ein Königspudel, warum nicht? Das sind schlaue Tiere. Und die wissen von Ökonomie auch nicht weniger als Habeck. Also zu dem. Dieter Nuhr hat mal wieder einen legendären Auftritt hingelegt und Robert Habeck bis auf die Knochen blamiert. Es ist ihm gelungen, den ganzen Wahnsinn, die Vetternwirtschaft und die grüne Wende als das zu benennen, was sie doch wirklich ist. Ein bloßer Witz der deutschen Geschichte. Doch bevor ich Ihnen dieses edle Videomaterial zeige, möchte ich noch kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Denn falls Sie aus dem Training sein sollten, kann dieses Video dazu führen, dass Sie intensives Bauchmuskelkater vor Lachen bekommen. Und nun, da ich mal wieder pflichtbewusst vor allen möglichen Nebenwirkungen gewarnt habe, starten wir nun in die besten Szenen. Doch vorher eine kleine Erinnerung, nicht zu vergessen, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank, wir legen los. Ja, und Probleme gibt es immer. Ja, gucken Sie mal, was hatten wir früher für Probleme? Ozonloch, Gammelfleisch, Rinderwahnsinn. Ja, wobei ich Mitte des Jahres dachte, der Rinderwahnsinn ist wieder da. Als Robert Habeck bei mir im Keller stand und sagte, die Heizung muss raus, da dachte ich... Da dachte ich für einen kurzen Moment, gleich zuckt er und fällt auf die Seite. Nee, er hatte sich aber vertan, nicht? Oder hatte sich nichts dabei gedacht, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde dann ein neues Heizungsgesetz erdichtet, das beinhaltet, dass wir bis 2028 heizen dürfen. Das war in diesem Jahr eine gute Nachricht. Also, wir dürfen heizen. Ja, ich spreche, glaube ich, für alle hier, wenn ich sage, danke. Wir bedanken uns viel zu selten bei der Regierung. Und nach 2028 sollte dann die Klimaerwärmung da sein. Da müssen wir nicht mehr heizen. Dann ist auch wurscht, außer natürlich an den Tagen, an denen kein Klima ist, sondern Wetter. Dann ist es anders. Dann macht die Regierung wahrscheinlich, weiß ich nicht, bis dahin fällt denen was ein. Ein gute Ernährungsgesetz, das Linsensuppe täglich vorschreibt und wir heizen per Flatulenz oder so. Es wird was kommen. Auf die Idee hätte Habeck auch selber kommen können oder seine Berater. Aber er hat ja keine. Im Ministerium war kein Platz mehr. Da hatte er schon Freunde und Verwandte untergebracht. Das kam im Frühjahr raus. Ja, war doof. Aber ich verstehe ihn, lauter Familienmitglieder und so. Das ist doch super, ein bisschen mehr familiäre Atmosphäre in der Politik. Vom Schwiegerschwager bis zur Schwiegertante. Ich meine, wir können froh sein, dass er nicht noch seinen Hund zum Staatssekretär befördert hat. Obwohl ein Königspudel, warum nicht? Das sind schlaue Tiere. Und die wissen von Ökonomie auch nicht weniger als Habeck. Also zu dem, ja. Das muss man ja auch mal festhalten. Er hatte zu dem Thema ja auch in seinem ganzen Leben keinerlei Bezug. Der Mann war Kinderbuchautor und das auch nicht so, als dass es jemand gelesen hätte. Theoretisch können wir auch als Trainer der Fußballnationalelf einen Synchronschwimmer einstellen. Natürlich geht das, wenn er nett ist. Ne? Und dann kann man dem auch noch nicht vorwerfen, dass er nichts von Fußball versteht. Dafür versteht er ja was vom Synchronschwimmen. Vielleicht sind unsere Fußballer im Synchronschwimmen besser als im Kicken. Ne? Und wenn es auch nicht hinhaut, werden sie halt Dressurreiter oder Skilangläufer. Und dann friert ihnen der Penis ein. Irgendwas ist immer. Die Menschen, die jetzt nicht lachen konnten, die hatten ja wenigstens etwas zu weinen, oder? Denn einer der treffendsten Scherze war doch die Analogie zwischen einem Synchronschwimmer als Trainer für eine deutsche Fußballnationalmannschaft. Lustiger kann doch die Realität gar nicht sein. Ein gescheiterter Kinderbuchautor, dessen Fantasie dort wahrhaft eine Heimat fand, ist heute unser Wirtschaftsminister.
Und weil er leider nichts von Wirtschaft versteht, musste Robert seine Freunde ins Ministerium holen. Allesamt Talente aus seinem Kinderbuch-Fanclub. Und wisst ihr, was komisch ist? Heute lachen wir schon darüber, was die Greichen-Affäre so ans Licht gebracht hat. Dass Brüder, Schwestern, Schwager, Trauzeugen allesamt Spitzenlöhne über 100.000 Euro auf Steuerkosten bekommen haben. Aber ist das eigentlich wirklich so lustig? Naja, ich persönlich finde zumindest passt das gut ins Gesamtbild. Denn wir haben ja auch einen Kanzler, der einfach mal die Ich-kann-mich-nicht-erinnern-Karte spielt. So kann man sich doch darüber freuen, dass wir in der Regierung enge Freunde haben, die sich gegenseitig den Rücken decken und so manche Untersuchungsausschlüsse gemeinsam verhindern. Doch, Entschuldigung, ich möchte an Weihnachten niemanden die Laune verderben. Deshalb für jeden, der Dieter nur genauso mag wie ich, schauen wir uns nun den letzten Teil des Videos an. Denn hier macht er uns klar, warum unsere Politik im Gesamtniveau gesunken ist. Wir schauen weiter. Dass da auch Nazis rumlaufen, aber ich persönlich glaube nicht an direkte Repräsentation. Ja, viele tun das, die sagen, nein, Frauen sollen von Frauen vertreten werden und Transleute von Transleuten. Und im Volk gibt es viele Deppen, dann brauchen wir auch Deppen im Parlament. Das Allerdings, nirgendwo steht im Grundgesetz, dass der Bundestag ein Spiegel der Bevölkerung sein soll. Ich finde sogar, das sollte er nicht sein, weil ich finde es schön, wenn die, die uns regieren, schlauer wären als die Trottel, die sie wählen, also wir. Ne? Gut, nein, das kann man anders sehen. Robert Habecks Staatssekretärin Franziska Brandner trat am 18. Oktober im Bundestag dafür ein, dass man nicht lesen und schreiben können muss, um im Bundestag zu sitzen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen, ganz ernst hat sie das gesagt. Jeder darf Bundestagsabgeordneter sein. Weiß ich nicht, aber dass jemand wie Frau Brandner Staatssekretärin werden kann, ist ja im Grunde schon ein Beispiel für gelungene Inklusion. Das ist doch prima. Das ist doch super. Vieles war positiv. Vieles war positiv. Übrigens, die Person, die ihr gerade auf dem Foto seht, ist Frau Brandner, natürlich von den Grünen. Denn wer kommt sonst auf die Idee, Analphabeten zu Bundestagsabgeordneten machen zu wollen? Und für jeden, der diese Rede mal gerne selbst sehen möchte, findet ihr den Link in der Beschreibung. Das war's mal wieder mit dem Video, aber noch nicht für heute. Denn zu Weihnachten habe ich mir besonders viel Mühe gegeben, euch am schönsten Tag des Jahres zu versorgen. Auch weiterhin mit Dieter Nur. Deshalb verpasst die nächsten Videos nicht, abonnieren. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin.